guten Tag zu Beyond Two Souls, mittlerweile Folge 14. Ganz viel. Stunde Nummer 7 und ich setze fort. Wir sind immer noch mit Aiden hier am Umgucken. Genau, und eigentlich müsste da kein dürfte nichts mehr sein. Schnipsel mehr sein. Dann gehen wir erstmal wieder die Treppe runter. Richtung Kathedrale, so war der letzte Stand, oder? Richtig. Jetzt heißt es zu gucken. Kannst du vielleicht durch das Gebäude? Also ich kann da mal hingehen. Nee. Ich glaube kaum, dass du den einen hier einfach überwältigen kannst. Eventuell die anderen ablenken und dann den einen überwältigen. Das könnte klappen, oder? Könnte, wenn ich denn hier was zum Ablenken habe. Bei so viel muss eigentlich, oder? Ich kann auch einfach versuchen. Meinst du, mehr als failen geht nicht? Ja, das ist richtig. Ich kann auch einfach versuchen, hinter ihm her zu laufen. Von Deckung zu Deckung. Ja, oder versuchst du mit Dreieck. Quatsch, Viereck. Oder du kannst hoch. Ja, genau das will ich. Guck erst in welche Richtung, wie der genau, der steht da oben. Weil der sieht dich, wenn du hochkommst. Der steht da ein bisschen ungünstig, das ist wohl wahr. Komm schon, gibt's irgendwas zum Ablenken. Muss einfach. Mann! Verrecke. Das wäre so einfach. Oder kannst du über das Dach hinter ihm, dass du nicht die Leiter hochgehst. Da drüber schon. Geschickt, das kleine Mädchen. Ja, dumm, dass der Typ sich genau in dem Moment bewegt. Es hat seine Lebenserwartung drastisch verkürzt. Ah, das war bestimmt nur purer Zufall und nicht gescriptet. Das latschen die alle rum und lassen sich nicht erwürgen oder übernehmen. Das ist doch, ey. Ich glaube, du musst über das Blech drüber und weiter. Ja, gehe ich auch von aus. Guck, ob du davon wen. Wie der einfach exekutiert wird. Alter, vor allem du siehst auch, wie diese Seelen da verschwinden. Ja. Da, was ist das unten drunter? Achso, noch ein Typ. Da drüben. Ja, du musst den da verschwinden. Ja gut, ab und zu kann man auch mal Leute erwürgen. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Aiden das macht. Ich glaube gar nicht zudrücken. Man muss ja nur die Luftröhre verstopfen. Man muss ja gar nicht wirklich zudrücken. Naja. Ich muss
jetzt nur noch gucken, wie ich hier vernünftig wegkomme. Glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst nach. Nähe ist hier erstmal nichts. Guck jetzt nochmal, genau. Und da drüben müssten welche sein. Zumindest waren die vorhin unter so einem orangen Tuch unterwegs. Da steht einer, da ist. Ich weiß jetzt mal, wohin ich. Das ist sogar für sie als Deckung zu niedrig. Vielleicht Gegenfrage, wo ist jetzt diese Kathedralen-Dingens? Eine Deckung müsstest du noch näher können, dann ablenken. Und in welche Richtung will ich dann? In die, oder? Da, würde ich behaupten. Ja, ich höre auch Stimmen. Ich höre viel zu oft Stimmen. Ah, guck mal. Das ist wieder ein willkommenes Opfer. Ja, es sind aber zwei. Frage ist, wie reagieren... Zwei. Das mit dem Zählen musst du noch lernen. Die Frage ist, wie reagieren die anderen, wenn er jetzt hier stirbt? Die Hälfte mit Flucht, die Hälfte mit Verständnis. Trifft's das? Flucht. Alle mit Flucht? Alle mit Flucht. Das ist schön. Ich mag Leute. Das andere sind irgendwelche Burka-Trägerinnen, ne? Da haben wir die nächste mögliche Deckung. Total gesichtsmodifiziert, total lustig finde irgendwie. Na dann. Total gesichtsmodifiziert. Da hinten musst du hin. Da ist die Kathedrale. Ja, ich denke auch. Zwei laufen auf der Straße. 90 Grad rechts. Ja. Okay, drei. Kann ich alle nichts mitmachen? Guck erst, in welche Richtung die schauen.
der eine seine Seele da nicht verliert. Ich glaube nicht, dass er schläft. Also der lebt noch. Also, aber er müsste theoretisch noch leben. Nach Aidens Sicht. Da ist noch einer, pass auf. Ja. Aber ich kann weder jemanden umbringen, dass die anderen flüchten, noch kann ich jemanden übernehmen, dass der sich um die Leute kümmert. Na, kannst auch nicht ablenken. Also, nächste Deckung. Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Sie waren hier. Okay, sie waren also hier. Hier direkt. Und hier ist auch noch drei, ein bisschen vier was. Wieder. Puh. Ja. Aber es ist cool, sie kann sich Stück für Stück da lang tasten. Also entkommen können sie nicht. Ja. Nutze den zweiten Punkt. Bin ich doch. Ich kann das nicht groß noch mehr beeinflussen. So. Das sieht immer so aus, als würdest du nur einen Punkt nutzen, deswegen. Du kannst ja wohl beide. Der andere hilft mir nur gerade so gar nicht. Ja, und wie war dein Tag so? Ja. Rätsel sind schon scheiße. Jetzt aber. Ja, jetzt hast du's. الأجنبية أن تقرر بشأن مستقبلنا ولكن ذلك من حق شعب بلادنا. Ergibt auf jeden Fall voll viel Sinn, wenn man kein Wort versteht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre das relativ interessant, zu wirklich zu verstehen, was sie sagen. Ich glaube nicht, dass es sinnloses Gebrabbel ist. Nicht sicher, was das Geballere sollte. Ich glaube, sie wurden gestört. Nein. Meinst du? Kommst du nur auf sowas? Ja. Yalla, yalla, jihad, jihad. Wobei, jetzt überwacht uns bestimmt das NSA schon wieder und so. Ja. Ja. Zum Minaret. Was? Zum Minarett sind sie geflüchtet. Hier ist aber noch eine tote Leiche. Die sind mir lieber als lebendige Leichen. Das liegt ganz am Spiel. Naja. Das sind Militärs. Fast hätte jemand meinen Job gemacht. Wenn du Pech hast, triffst du diesen jemand. Nein, der liegt doch hier tot. Nein, nein. Der durch die Tür reingekommen ist. Sicher? Ah, ich vermute. Der hat die doch angegriffen. Der andere hat ja mit denen aus dem Fenster geschossen. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Unwahrscheinlich. Doch da, zu dem Turm. Welchen Turm? Ein Stück weiter rechts mit der Kamera. Da, jetzt genau in der Mitte, fast in der Mitte. Da, jetzt. Siehst du? Ja. Lasst euch nicht einfach abschießen oder überfahren oder erwürgen oder was weiß ich. Macht uns das doch nicht so kompliziert.
uns vielleicht links von der Mauer lang? Nee, ne? Ne, dazu müsstest du rüber. Die Frage ist, ob ich hier drüber hätte balancieren können. Oder da über den Spalt. Nein, geht auch nicht. Kontrolliere du überhaupt, ob du hier nicht noch wem in die Arme rennst. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich mag Stealth Gameplay. Ja, dann lass mich doch machen, wie ich will. Ja, ja. Letztendlich hast du den Controller in der Hand, nicht ich. Richtig. Ich kann nur versuchen, dich ein bisschen zu beeinflussen. Manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Stöhnt, was das Julio, das ist ja anders. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wäre anders. Ja, wie ich auch. Allerdings. Da. Grün ist heilen. Nein, grün ist heilen, das ist im Prinzip richtig. Aber eine grüne Aura hat einen ganz anderen Hintergrund in diesem Spiel, glaube ich. Weil ich kenne diesen Jungen. Woher kennst du den Jungen? Vom Somalia-Trailer. Achso. Trotzdem glaube ich, dass du ihn hier heilen. Das denke ich auch. Aber das wird, glaube ich, in diesem Fall die grüne Aura zeigt mir, glaube ich, gern, dass er verwundet ist. Ich will dir nur helfen. Ich komme jetzt zu dir. Du, nicht schießen. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Healing Power. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. 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 Jody. Salom. Ach nee, das war Shalom. Jody. Jody? Ja, Jody. Jody. Oh, shit. Ich glaube, wir kriegen es hin. Kommt, der Bruno Musallaha. Kein Job für Aiden. Mahla! Ila Huna! Nein, ich brauch dich jetzt! In aller Ruhe guckt er sich um, während die Schüsse weiter prasseln. Du
vielleicht über links näher rangehen? Mhm. Links, hier steht irgendwie im Weg. Stimmt. Aber warte mal. Sonst warte, bis die Feuersäule vorbei ist. Die ich glaube, der nimmt den Jungen und braucht einen Doppelschuss, dass der mir keinen Feuerschutz geben kann. Ja gut, wenn der Jungen den Feuerschutz gibt, kommst du weiter. Nicht meine eigene Kugel verschwendet. Komm. Ja. Wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Stimmt allerdings auch. Ah, Mann, ey. Schön den Ziegel in die Fresse. Oh, es ist zu spät für sowas. Das ist die letzte Folge für die Uhrzeit. Definitiv. Oh, nein, definitiv. Wie ist so schnell die Sonne aufgegangen, bitteschön? Ich hab dich gerettet und du mich. Jetzt sind wir mal quitt. Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drüben. Alturigina Giabila Unei. La Borgia Chabat. Da muss ich jetzt hin. Astatia ist ja abukin, Chichi. Et taali, et baini. Was hab ich zu verlieren? Dein Leben im Zweifel? Doch, im Zweifel. Guck dich um. Fällt das nicht? Wie kommt die Szene zu bekannt vor? Vor allem auch die Hütte mit der grünen Tür da. Erstmal den kleinen Jungen hinterher, meinem Reiseführer. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell, hilf mir! Der hat gemerkt, dass da was anders ist. Nein, ernsthaft? Kletter hoch. Salim. Ich glaube, der ist nicht dumm, der Junge. Weiß nicht, aber es ist ja für ihn unsichtbar. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass er es merkt. Nein, aber er hat es, denke ich mal, bei den Heilenden, bei der Heilung schon gerafft.
Ich bin mir sogar relativ sicher, wenn du dem Jungen nicht geholfen hättest, hättest du jetzt keinen Verbündeten. Die Frage ist, ob ich auch die Wahl gehabt hätte, ihm nicht zu helfen. Wenn du einen anderen Weg gegangen wärst, vielleicht, ich weiß es nicht. So viele Wege hat man hier, glaube ich, nicht als Möglichkeit. Alter, das ist, du bist hier nur in der Stadt unterwegs und ich bin schon wieder total gebannt, ey. Ja. Abgeklärt. Achso. Und mal wieder ein bisschen Auto fahren. Warum, warum? Falls du wirklich fahren kannst. Ruhig, Eich. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Vielleicht. Ja, steuerst du den Wagen eigentlich, oder? Nö. Ich mach grad hin und wieder mal gucken. Nach vorne. Jetzt gleich solltest du raus. Ich hätte keine Wahl. Junge! Und auch weg mit dir! Ich wollte gerade sagen, ich habe die auch nicht mehr in dem Auto gesehen. Weißt du nicht, wo sie sind, aber ich habe sie nicht gesehen. Da sind sie.
An welcher Stelle runter? Das ist ja erstmal egal. Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemuse bi ey, Asa. Das ist cool, wie du auch einfach. Wie auch einfach keine kein Untertitel hast. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuni al Baka Wilajanibuki. Hasta Tiu Musa Hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Komm, Knöcke. Ist das alles hier vorbei? Nicht sicher. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Er war nie ein Kind. Ich bin mir sicher, genau. Entweder war er nie ein Kind oder er wird nie ein Kind sein. Der ist ähnlich abgeklärt wie sie in dem Alter. Ja, nur dass bei ihm das ein ganz anderer Hintergrund ist, ne? Ja, klar. Aber er ist sich seiner Situation sehr bewusst. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Genau. Und wir waren hier auch irgendwo. Ja. Scheißdreck, schon wieder so eine Folge, die so schnell vorbei ist. Kommt diese Na, darum Kurzmann, geht's ne? nicht. Sondern? Es geht darum, dass wir keinen vernünftigen Cut hinkriegen. Weil die Mission dauert mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr sonderlich lange. Aber gut, machen wir hier erstmal einen Schnitt. Jo. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao.